Hallo Jungs und Mädels, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Detroit Become Human. Schön teuer für mich geworden, Pedro. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100%. Ja, klar. Na, war denn hier? Abda Pedro, arbeitslos, illegales Glücksspiel, Betrug. Okay. Okay, ich bin dabei. Verdammt gut! Hey, du wirst nicht bereuen. Was ist dein Problem? Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Ich dachte, wir könnten jetzt durchgehen, was wir alles über Abweichler wissen. Nein, wir können jetzt überhaupt nichts durchgehen. Jetzt ist Mittagspause. Also schalt auf Standby und lass mich in Ruhe, okay? Bitte sehr. Hamburger. Die Kalorien. XL-Limonade. Ah, danke, Gary. Ich verhungere. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Siehst du? Ich will Sie nicht beunruhigen, Lieutenant. Aber bei Ihren Freunden scheint nicht alles legal zuzugehen. Tja, ich muss halt wieder sehen, wo er bleibt. Solange Sie niemanden verletzen, lasse ich Sie machen. Ihr habt recht. Essen Sie häufig hier? Meistens. Gary macht die besten Burger in Detroit. Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Tja doch. Warum siehst du so dämlich aus und klingst wie der letzte Arsch? Cyberlife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Okay. Puh. Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen.
Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. Oh, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und du hast jetzt alles über mich rausgefunden. Oh, halt. Ich weiß, dass Ihr Abschluss exzellent war. Sie haben viele Fälle hervorragend gelöst und wurden der jüngste Lieutenant in Detroit. Ich weiß auch, dass Sie in den letzten Jahren häufig abgemahnt wurden und Sie verbringen viel Zeit in Bars. Und was schließt du daraus? Die Arbeit mit einem Officer mit privaten Problemen ist eine Herausforderung. Aber Anpassung an menschliche Fehlbarkeit ist eine meiner Funktionen. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Das nenne ich mal echt angepasst. Hey Connor. Sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe CyberLife Bericht erstattet. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Was wissen wir über diesen Kerl? Nicht viel. Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine Federn LED verbarg. Ja, oh Mann, wenn wir jetzt auch noch jedes seltsame Geräusch untersuchen sollen. Brauchen wir echt mehr Cops. Hey, hast du vorhin im Aufzug wirklich einen Bericht abgeschickt? Korrekt. Ist jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Bleib hinter mir. Verstanden. Da geht eh die Räume durch. Außerdem pausiert wahrscheinlich die Zeit, während ich jetzt hier... Red Eyes Epidemie, okay, die Droge ist wahrscheinlich stark im Kommen. Ich will gar nicht wissen, was die alles für Auswirkungen hat. Da müsste man vielleicht die Artikel mal lesen, dann wüsste man das. Umkehrpunkt verpasst, Ökonomiesystem der Erde unwiederbringlich zerstört. Den wundert. Aha. Was zur Hölle ist das denn? Drei weiße Tauben. Würde ich mal sagen. Scheiße, wie das hier stinkt. Kein Wunder bei dem Taubenverschlag. Tja, wir sind umsonst gekommen. Unser Mann ist weg. Wahrscheinlich nicht ganz. Fake-ID, Führerschein. Der Führerschein ist gefälscht. Cool, da hat sich der Besuch gelohnt. Geht ja nicht nur um den Führerschein. Militärjacke. RT. Vermutlich Initialen. Er hat seine Initialen auf der Jacke. Sowas machen Mütter für ihre Erstklässler. Verdächtiger versorgt wilde Tiere, okay.
frische Luft. Verdächtiger ist nichts. Also ein Android wahrscheinlich. Urban Farms of Detroit. Poster einer Urban Farm. Was ist das andere? Fingerabdrücke. Posterecke Recyclingpapier kürzlich bewegt. Ah. Also aufmachen, dahinter ist ein Loch. Und dahinter finden wir Unterlagen, okay. Wow, das sieht aus wie Notizen mit Schaltplänen oder sowas. Das wird kein Labyrinth sein. Ich weiß nicht. Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar, zumindest jetzt noch nicht. Entzifferbar. Ah. Ey, was das an Rechenpower gekostet haben muss mit den Tauben. Davon mal abgesehen, dass die durch eine Wand fliegen. Duh. Probe. Ja, ist nicht dein Ernst. Blaues Blut. Aha, okay. Okay, den Chip rausgenommen. LED, Biokomponente. Seine LED ist im Waschbecken. Verdächtiger ist Abweichler. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Da hat er wohl, denke ich mal, recht. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Hm. Warum sind sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Auch wieder zwanghaftes Schreiben. Ja, dass er da stand, das kann ich mir auch vorstellen. Aber was ist mit dem restlichen Infos? Gibt's hier noch welche? Ah, hier. Geöffneter Textmarker. Rekonstruktion. Okay. Der ist abgehauen, nachdem er es gehört hat. Er war am Schreiben, ist vom Stuhl gefallen, ist abgehauen. Okay, interessant. Der Letzte, der sowas liest. Detroit, der noch welche hat. Bei E-Books kann man das Papier nicht riechen. Fingerabdrücke. Fingerabdruck frisch. Spuren von Vogelfäkalien. Keine Fingerabdrücke. Ja, ist klar, wegen Android. Spuren frisch. Zerkratzt. Metallhaken. Konstruieren. Ah, so ist er abgehauen. Da oben raus. Interessant. Vergeben auch nicht. Du hast keinen blassen Schimmer.
Schimmer, wovon ich rede. Na dann. Ah, oh, runter. Da war ich noch. Steuern und Quicktime-Events. Verdammt. Wow. So, mal interessant, Verfolgungsjagd. Kriege ich nicht mehr. Oh, wo ist er hin? Er ist weg. Oh, Scheiße. Scheiße. Fuck, wir hatten ihn. Schon okay. Schon okay. Ist egal. Wir wissen, wie er aussieht. Der kommt nicht weit. Komm, verschwinden wir. Das ist genug Gemüse für einen Tag. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich bin auf Erfolg programmiert. Oh, tja, du hast versagt, Connor. Willkommen im Club. Ich bin auf Erfolg programmiert. Oh nein. Den merke ich mir. Das Nest. So, Rupert ist dann kommen. Hier oben wäre wahrscheinlich die Möglichkeit gewesen in Sachen. Ich habe ihn gekriegt. Ja. Das Tagebuch eröffnet mir später noch was. Naja, gut. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst bitte ein Abo oder ein Like da. In diesem Sinne. Bis denn dann.